Okay, 3, 2, 1, Action. Und bin dann nach Paris gegangen und habe bei Rudi Bauer gearbeitet und das war auch extrem prägend. Ich wollte halt unbedingt diesen Geist, den ich im Studium kennengelernt habe und den ich dann auch in Paris kennengelernt habe, weiter pflegen. Also dieses sich auseinandersetzen mit Design und Design auch also ein bisschen nicht nur als Dienstleistung zu verstehen, sondern wirklich auch als, wie ich es habe, als Teil unserer Popkultur und unserer Kultur. Er hat ein bisschen zufällig die Jungs getroffen, die gerade dabei waren, den Club zu gründen, Club Rocker 33, hier in so einem leerstehenden Gebäude. Und ich habe mich dann fast so ein bisschen an die dran gehängt. Eigentlich hat es gar nicht so richtig als Agentur angefangen, ja, sondern als, ich würde mal sagen, als von den anderen, die jetzt nicht im grafischen Bereich waren, sondern die eher den Clubbetrieb gesehen, ja, haben, auch so ein bisschen als ungeliebte Abteilung, die halt nur Geld verbrennt und die Plakate macht, die auch zum Teil ja, fertig waren, nachdem der Artist schon aufgetreten ist. Ja. Oder das Datum stand nicht drauf. Oder die Sponsorenleiste war natürlich viel zu klein oder nicht drauf. Also all die Sachen sind natürlich passiert. Aber drüber, über dieses experimentelle Arbeiten und über dieses Auseinandersetzen damit, hat sich einfach so dieser Kern rausgebildet als Agentur. Wir sind jetzt hier Gold- und Wirtschaftswunder, so heißt ja meine Agentur, die ich zusammen mit dem Christian Schiller führe. Wir sind 8 Leute im Moment und wir sind so ein bisschen über diesen Club-Kontext gekommen zu verschiedenen Projekten und sind mittlerweile sehr, sehr stark im Bereich Corporate Design und Identity tätig. Im Raum, Bewegtbild, gedrucktes Medium, digital, also dass wir wirklich sehr, sehr breit da aufgestellt sind. Wir haben ganz unterschiedliche Kunden, ganz merkwürdige und spannende Mischung. Also wir haben zum Beispiel Brot für die Welt als Kunde, ja, und auf der anderen Seite den Voda-Konzern als Kunde. Und irgendwie ist es dann auch so, dass man morgens sich mit einem Thema beschäftigt und am Nachmittag wo ganz anders ist. Also ich bin da an der Hochschule in Mainz im Studiengang zeitbasierte Medien. Studierenden bei uns, die beschäftigen sich viel mit Bewegtbild, Animation, Interaktion, auch Games, 3D. Also das ist so deren Bereich und ich bin da so reingekommen und unterrichte da zum einen die Grundlagen, also wirklich Gestaltungsgrundlagen, Typografie, Komposition, Form, Farbe, also so die Basics. Fürs Hauptstudium mache ich Kurse, die heißt bei uns medienübergreifende Designkonzeption. Und da geht es dann tatsächlich darum, verschiedene Medien miteinander in Verbindung zu setzen. Und klar, ich habe da natürlich auch so bei Rüdig Bauer ziemlich viel gelernt, eher so konzeptionell zu denken, was ich auch spannend finde. Und ich glaube, wir sind in Deutschland immer oft sehr streng mit uns, ja, und haben irgendwie, ja, haben immer so dieses, das haben die dann auch bei Rudi Bauer haben viele Schweizer gearbeitet, die haben gesagt, ja, ihr und immer euer Konzept, ihr immer mit eurem Konzept. Es muss doch auch einfach gut gestaltet sein und gut gemacht sein und auch Freude machen, anzugucken. Ja. Und irgendwie versuche ich immer so die Balance aus dem zu finden, dass man auf der einen Seite merkt, das ist interessant durchdacht und es hat ein gutes Konzept, aber dass dann eben diese Gestaltung nicht so leidet und irgendwie so trocken abgehakt wird, sondern dass eben Konzept und eine richtig interessante Form auch zusammengehen. Okay. Läuft's bei dir? Ja, läuft bei mir.